Hey zusammen, mein Name ist Wiss und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite Rette die Welt Tipps Video. In diesem Video wird es darum gehen, euch zwei Methoden zu zeigen, wie ihr am einfachsten euren Atlas, eure Datenbeschaffung oder sonstiges verteidigen könnt. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß, bleibt doch bis ans Ende da dran, denn am Ende erfahrt ihr noch wegen dem Gewinnspiel weitere Informationen und Qualifikationen, wie ihr daran teilnehmen könnt und wann es aufgelöst wird. Und ja Leute, jeder hat seine eigenen Methoden in Rette die Welt, das sind meine zwei Methoden, die ich euch jetzt vorstellen werde. Kommen wir zur ersten Methode, indem ihr vermeiden könnt, dass die Höhlen überhaupt ans Ziel gelangen. Hier als Beispiel habe ich jetzt den Atlas und wir werden den Atlas jetzt so bauen, dass die Höhlen fast gar nicht mehr rankommen, praktisch, dass sie weggestoßen werden. Was ihr dazu benötigt, sind folgende Fallen, beziehungsweise es gibt nur eine Falle, die ihr braucht und die bekommt man schon ziemlich am Anfang. Und zwar ist das Bodenkatapult, das gibt es in selten, das gibt es in episch, dann gibt es jetzt auch ein Legendär und wenn ihr eine davon habt, dann behaltet diese Falle, denn die braucht ihr, um diese Mission bzw. um diesen Trick ausführen zu können. Fangen wir mal damit an, den Atlas zu platzieren und dann zuzubauen. Ich werde jetzt einfach mal ganz simples Holz dafür nehmen. Wenn ihr so weit seid, dann seid ihr schon fast am Ende des Tricks bzw. des ersten Tipps. Und zwar müssen wir jetzt nur noch diese Fallen herstellen, die ich euch gesagt habe, und zwar die Bodenkatapulte. Davon stellen wir jetzt ein paar her. Ihr müsst nicht so viele machen, weil die Höhlen kommen nicht aus jeder Richtung bei verschiedenen Zonen. In einigen Zonen ist es so, ich denke mal ab Blitzlevel 26, Plankarton, sage ich jetzt mal, dass die Höhlen ihre Richtung ändern. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach mal an jeder Seite solche Fallen zu platzieren. Und diese Bodenkatapulte sorgen dafür, dass die Höhlen, sobald sie an diesem, also praktisch in diesem Bereich sind, dass die von hier weggestoßen werden. Die springen praktisch hier hoch. Ich mache jetzt euch mal ein Beispiel, als wäre ich jetzt hier als Bodenkatapult. Das kann man als Ninja ziemlich gut darstellen. Wenn ich jetzt hier einen Doppelsprung mache, seht ihr, fliege ich schon wieder weg. Das heißt, die Höhlen kommen vielleicht einmal hier, schlagen einmal drauf und fliegen dann direkt schon wieder weg. Ja, das ist halt praktisch dieser Trick, den ich euch da verraten kann oder beziehungsweise zeigen kann. Der ist wirklich sehr effektiv, fast in jeder Zone mache ich damit meine Siege, auch im Single-Modus. Und wenn ihr noch wollt, damit ihr von den Höhlen nicht von oben angegriffen werden könnt, es gibt ja diese Hexen, die diese Köpfe schmeißen, dann macht einfach hier ein Dach drüber, am besten nochmal hier das hier auch noch so zudecken, dann kann euch wirklich nichts mehr passieren und dann seid ihr abgesichert, Freunde. Kommen wir zum zweiten Trick, den ich euch zeigen möchte, und zwar die Pyramidenverteidigung. In dieser Verteidigung benutzt ihr keinerlei Fallen, sondern verteidigt das selbst mit Schwertern oder Waffen. Aber der Vorteil ist, Freunde, es gibt in den höheren Zonen wirklich sehr viele Zermalma, die kommen. Und die Zermalma machen wirklich alles kaputt, was sie nur sehen. Und das mit fast einem Schlag immer, auch wenn man alles geupgradet hat. Und mit dieser Verteidigung laufen die Zermalma praktisch einfach nur drüber. Das heißt, wenn sie Anlauf nehmen, schanzen die praktisch einfach nur drüber und das war's. Und genau das möchte ich euch dann in dem letzten Trick hier jetzt zeigen, beziehungsweise diese Empfehlung möchte ich euch zeigen. Das werden wir dann, beziehungsweise danach werde ich die Mission dann starten und dann könnt ihr sehen, wenn die Höhlen angreifen, wenn es hier auch ein Zermalmer gibt, dass die meistens einfach nur hier drüber laufen. Gut, die kleineren Höhlen laufen meistens bis hierhin und versuchen alles schon kaputt zu schlagen, aber in der Zeit habt ihr sie meistens schon erledigt, weil man spielt die Mission nicht alleine. Aber in den höheren Zonen ist es einfach so, dass die Höhlen wirklich, oder beziehungsweise die Zermalmer auftauchen und dann die alles niederstrecken. Und mit dieser Methode habt ihr halt die Möglichkeit, eure Festung so zu bauen, dass die Zermalmer gar keine Chance mehr haben, sondern einfach nur drüber laufen. Deshalb müsst ihr euch ab diesem Punkt dann praktisch nur um die kleineren erstmals kümmern. Und ich würde sagen, wir fangen an zu bauen. So sollte dann die Pyramidenverteidigung ungefähr aussehen. Was ich euch noch empfehlen kann, ist einfach einfache Fallen hier auf dem Boden zu platzieren, dass wenn die kleineren Höhlen anfangen auf diese kleinen Flächen hier drauf zu hauen, ich kann jetzt hier leider nicht bauen, weil das Haus hier im Weg ist, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, dann werden die damit schon angegriffen, also die leiden schon dadurch unter Schaden. Und welche Fallen ihr da nehmt, kann ich euch empfehlen, es sind eigentlich diese stacheligen, Moment, das kann ich euch gleich mal direkt zeigen, einzige
unkultivare Bodenstacheln, die würde ich euch empfehlen. Nicht die hölzerne Bodenstacheln, die machen wirklich kaum Schaden. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Stückchen herstellen. So, das sollte reichen in dieser Runde hier. Wenn ihr diese platziert, ja moin, grüß dich. Wenn ihr diese platziert und die Hüllen praktisch schon auf euch zugehen, ich werde jetzt einfach mal die vorhin auch noch ein bisschen verteilen. Hauptsache, die Zeit wird damit runtergeschraubt, dass die etwas länger brauchen, um diesen Angriff hier auszuführen, sage ich mal. Wenn ihr das hier gemacht habt, dann ist das eigentlich schon ziemlich easy peasy lemon squeezy für euch, ja. Und somit könnt ihr eigentlich so gut wie jede Runde, was ihr verteidigen müsst, gewinnen. Ich gebe euch ein Beispiel, ihr müsst ja, es heißt ja nicht nur die ganze Zeit, dass man die, die Atlasse verteidigen kann oder diese Methode anwenden kann, sondern man kann das auch bei Repariere den Schutzbunker anwenden oder bei Lars Bus verteidigen oder Datenbeschaffung etc. Das kann man eigentlich überall machen. Und ich werde jetzt einfach mal das Blue Glow reinlegen und wir werden die Mission mal starten. Gut, aktivieren das Ganze und ich würde sagen, los geht's, ja. Ich werde es hier noch ganz schnell zubauen und das Ganze werdet ihr in Zeitraffer jetzt mal verfolgen, wie ich hier jetzt einfach gegen die Hüllen kämpfe, jetzt wenn das mal funktionieren würde, wie einfach das eigentlich ist. Viel Spaß! Ja moin, ein Miniboss in dieser Zone, geil. So Freunde, jetzt kommt ein Zermalmer und jetzt könnt ihr ganz genau sehen, was dieser Zermalmer überhaupt zustande bringen kann durch diese Verteidigung. Wir werden ihn einfach mal durchgehen lassen, wenn er sich überhaupt mal hier bereit erklärt zu rennen. Aber er haut einfach nur drauf. Meistens ist es so, dass die Zermalmer eigentlich einfach drüber rennen. In dem Fall, Freunde, schlägt er halt drauf, weil er einfach zu langsam ist und zu schwach ist. Aber wenn die Zermalmer wirklich in dem Moment rennen, die rennen einfach drüber, ja. Die hauen nichts hier kaputt, sondern die schanzen praktisch richtig weit hier rüber. Und dann war es das auch schon für denen. Ach, und der Sturm hat sich geändert. Ich denke mal, ihr habt ab jetzt ganz einfach gesehen, wie man sein Ziel verteidigen kann. Ob Datenbeschaffung, ob Bus verteidigen oder sonstiges. Alles richtig einfach mit diesen zwei Methoden. Das sind die bekanntesten, die ich kenne. So baut eigentlich fast jeder in jeder Lobby, die ich reinjoine, so bauen die immer. Und ich denke mal, diese Tipps werden euch helfen, eure Mission einfacher zu gestalten oder einfacher zu beenden. Und ich würde sagen, ich klicke mich ab hier raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt daran, Freunde, das Gewinnspiel ist ja jetzt zu Ende. Die Auflösung ist am nächsten WLG, also am Freitag. Und das neue Gewinnspiel, was da starten wird, da überraschen wir uns mal einfach mal, was da kommen wird. Lasst euch mal überraschen. Ich werde ab hier raus und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch euer Feedback, was ihr dazu haltet oder was ihr zu diesen zwei Tipps sagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Whisky verabschiedet sich.